Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer hier im Dentale Leipzig. Mein Praxisteam, die jungen Damen um mich herum und ich begrüßen Sie sehr herzlich zur CME-Fortbildung auf ZWP Online und den sozialen Netzwerken. Wir haben uns heute mal etwas Besonderes vorgenommen und passiert auch nicht alle Tage, dass man eine solche OP mal zeigt, denn wie Sie ja wissen, es geht nicht immer alles besonders gut und manches geht eben auch gar nicht gut. Und wir müssen ja auch mit solchen Dingen leben und wir müssen den Menschen, die dahinter stecken, in irgendeiner Form natürlich auch helfen. Und damit Sie die ganze Geschichte etwas näher kennenlernen, haben wir eine kleine Präsentation dazu zunächst vorbereitet, um Ihnen zu zeigen, worum es sich in diesem Fall handelt. Ich habe also, das haben Sie im Vorfeld gesehen, dem jungen Mann bereits den Oberkiefer betäubt und bitte weiter, und habe jetzt vor, Ihnen ein wenig die Ausgangssituation zu erklären. Sie sehen, er trägt im Unterkiefer eine feste Versorgung. Er hat im Unterkiefer noch die Zähne 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, also 3-3, 3-5, 3-6 und er hat sonst 3 Implantate im Unterkiefer. Im Oberkiefer trägt der Patient eine Totalprothese, die er auch sehr schwer nur verkraftet. Er muss sie komplett ankleben täglich und das beschädigt logischerweise auch die Schleimhaut und er kommt also lebensqualitativ damit gar nicht klar. Aber das ist ja alles, wäre ja ganz einfach, wenn es jetzt darum geht, eine Prothese herzustellen. Die Ausgangssituation ist eine andere. Bitte weiter. Der Patient hatte 2006 Totalprothese im Oberkiefer bekommen und eine Teilprothese im Unterkiefer. Das heißt, auch im Unterkiefer links waren bereits die letzten Zähne vorhanden, im Oberkiefer nichts mehr und im Unterkiefer rechts auch nichts. Und er bekam im Jahre 7-8, also etwa vor 10 Jahren, 6 Implantate in den Oberkiefer gesetzt mit einer abnehmbaren prothetischen Lösung, deren Details ich nicht nachvollziehen konnte bis jetzt. Im Unterkiefer 3 bekam er 4 Implantate gesetzt für eine festsitzende prothetische Lösung. Alleine, dass ich eine festsitzende Prothese im prothetische Lösung habe und eine abnehmbare im Oberkiefer, erfordert natürlich auch ein gewisses prothetisches Verständnis für dieses Zusammenspiel Ober-Unterkiefer. Alle Implantate sind im Nachgang von 2 bis 3 Jahren im Oberkiefer verloren gegangen. 2 Implantate im Unterkiefer gingen relativ schnell verloren, es wurde nachimplantiert und eines davon ist auch schon wieder damals verloren gegangen. Das führte dazu, dass der Patient im Jahre 2011 in einer anderen Praxis weitere 6 Implantate nach seinen Angaben gesetzt bekam und auch diese Implantate sind heute nicht mehr vorhanden. Das heißt, 1,5 sind noch da. Er ist dann natürlich ziemlich traurig und auch ziemlich unschlüssig und es obliegt uns auch nicht, die ganzen Begleiterscheinungen heute hier zu diskutieren, was möglicherweise dazu führte, wie das Arzt-Patienten-Verhältnis lief, wie die prothetische Versorgung lief. Es ist nur wahrscheinlich, dass die prothetische Versorgung hier einen wesentlichen Beitrag geleistet hat zu dem heutigen Zustand. 2014 hat der Patient dann im Oberkiefer eine neue Prothetik bekommen und auch im Unterkiefer auf die Implantate eine neue Versorgung, weil die Okklusionsebene eigentlich gar nicht hergestellt war, sondern die 3 Restzähne, die er auf der linken Seite hatte, sehr prominent in die Okklusion hineinliegen und die Implantatversorgung etwas niedriger war. Bitte weiter. Das Ganze sehen Sie hier in den beiden Bildern aus dem Jahre 2014 und 2019. 2014 ist der Zustand, wo diese Implantate noch drin waren, danach herausfielen. Und das rechte Bild zeigt den Zustand von heute. Wir sehen also ein Implantat mit Locator im Antrum und wir sehen ein zerbrochenes Implantat in Regio 1, 2.1, 2.2. Beide wollen wir heute entfernen und nichts weiter tun, weil auch das knöcherne Lager
im linken Oberkiefer für eine weitere Versorgung ohne eine Bearbeitung oder Wiederherstellung dieses knöchernen Lagers zum Implantieren einfach nicht geeignet sind. Und Luftimplantate heilen nun mal schlecht ein. Bitte weiter. Wir haben das hier nochmal dargestellt im 3D-Schnitt. Sie sehen also, das Sinusimplantat steht genau in der Mitte und die ganze Kieferhöhle ist zu, also verschattet, sind bestimmt Granulations- oder Schleimhautschwellungen drin. Und es ist natürlich sehr wichtig, dass man sowas herausnimmt, weil es immer eine Entzündungsmöglichkeit gibt, die auch mal schwerere Folgen haben kann. Denn weg kommt das Implantat aus dem Sinus nicht. Das kleine Implantatrestchen dort in der Nasengegend der Region 2.1, 2.2 liegt auf dem Oberkiefer drauf und ich hoffe, dass ich wenn das DVT also nicht lügt, dass man das relativ schnell und einfach dort entfernen kann und der Patient dann erstmal versorgt ist. Das ist die Geschichte in dem linken Oberkiefer. Bitte weiter. Und wir wollen natürlich sehen, dass wir die Region im linken Oberkiefer so weit wiederherstellen können, um dann in den rechten Oberkiefer zu wechseln. Bitte weiter. Und Sie sehen das Areal, das ist etwa 2 Zentimeter, vielleicht auch etwas weniger. Und die Schnitte zeigen dort eine Knochenstruktur mit Restmaterialien und allem drum und dran. Und deswegen habe ich mich hier entschlossen, mit dem Patienten das auch besprochen, dass wir dort heute auch gleich 2 Progressive Line Implantate setzen, die hier in dem doch strukturell schwachen Knochenlager mit ihrem sehr scharfen Gewinde einen sehr guten primärstabilen Halt geben sollten. Bitte weiter. Und ein kleiner Ausblick für den rechten Oberkiefer, der auch mit dem Patienten natürlich schon besprochen ist, weil ich halte es für unsere ehrliche und ethische Pflicht, dass wir den Patienten auch in etwa darbieten können, wo der Weg mal hingehen könnte. Er weiß, dass wir dann im linken Oberkiefer das knöcherne Lager in jedem Fall stärken müssen. Eine Implantation in der Kieferhöhle aufgrund der Vorgeschichte würde ich ablehnen, würde ich nicht so gut befinden. Der Patient ist immerhin jenseits der 70, der 72. Und das, was jetzt hier grün dargestellt ist, ist das, was zu ergänzen wäre. Und das lässt sich mit der REOS-Methodik sicherlich gut machen. Mit dem Patienten ist es besprochen, dass wir im Herbst, September, im Spätsommer dort mit dem Reha-Skitter versuchen können, die verlorenen Gewebe wiederherzustellen. Um dann, bitte weiter, weitere 6-7 Monate später unter Umständen dort dann die 2 fehlenden Implantate hineinzusetzen. Meine therapeutische Zielrichtung geht ganz klar auf einen Steg. Wir werden also, das haben wir auch mit dem Patienten besprochen, eine Stegversorgung am Ende herstellen, die palatinal gestützt ist durch eine selektierte Prothese, die also einen kleinen Metallbügel am Gaumen haben wird und eine einseitig oder zweiseitig verkürzte Zahnreihe, sodass die Belastung nach distal nicht zu groß wird. Und auf der anderen Seite auch abgefangen ist, sodass wir ein schlüssiges prothetisches Konzept haben. Das bedeutet, in der Phase der REOS-Geschichte muss der Patient auch gut versorgt werden. Und er wird dann im Anschluss an die heutige Geschichte von meinem Kollegen Ulrici eine entsprechende Prothese bekommen, die wir dann im September auf 2 Lokatoren, auf den heute zu setzenden Implantaten fixieren. Der Patient ist eingespritzt und wir würden jetzt beginnen im linken Oberkiefer und würden zunächst die Kieferhöhlenwand freilegen, um dann möglichst ohne große Probleme dort hineinzukommen. Ich darf Ihnen das kurz zeigen. Ich werde also distal ein kaum entlasten, werde es nach mesial ziehen, werde hier vorne eine vertikale Entlastung machen und so wenig wie möglich chirurgische
Intervention machen, bloß die Wand freilegen, um dann die Kieferhöhle darzustellen. Also zunächst die erste Schnittführung. Sie merken nichts, ja? Gut. So, wir fahren jetzt hier lang. Sie sagen, wenn was ist, bitte. Ich fahre jetzt hier vor, um gleichzeitig das Gebiet des Implantates, was hier vorne abgebrochen ist, zu erreichen. Werde das hier vertikal entlasten. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier sind noch Reste von dem alten Teil. Sie sagen, wenn was ist. So. Okay. Ja, hier müssen wir schön aufpassen. Okay. So. Also vorsichtig. Das drückt jetzt, ja. Das ist nur Druck. Die Geschichte lösen. Auch hier muss man immer gucken, wenn man noch gar nicht weiß, wie das ist, ob da nicht eventuell schon zwischen der ja doch mehrfach nun schon benutzten Region eventuell sogar die Kieferhöhle gar nicht mehr knöchern eingebaut ist, was man nur sehr diskret am DVT erahnen kann. Das drückt nur, ja? Sie merken hoffentlich nichts, ne? So. Sag mal hier. Okay. So, hier sieht man diverse Knochenersatzmaterialien schon zum Vorschein kommen. Und jetzt arbeite ich mich hier langsam vor und versuche jetzt hier das Gebiet freizulegen, wo ich die Kieferhöhle vermute und wo ich vor allen Dingen dann zu dem Implantat vordringen kann. So. Das andere sieht recht ordentlich aus. Bitte übernehmen. Wir werden das jetzt noch ein klein wenig scharf präparieren. Ich möchte möglichst nicht ganz vom Kamm rangehen an die Kieferhöhle, um dort einfach nur zu vermeiden, dass wir da in irgendeiner Form, ja, hier ist die Kieferhöhlenwand, so, das sieht gut aus, warte mal, jetzt hier vorne. Ich werde jetzt hier vorne schon ein bisschen sorgfältig freilegen, mal ein frisches Skalpellmesser dran machen. Tut es weh? Gut. Soll ich es ein bisschen höher nehmen? Ja, so, es geht. So, das ist etwas schwierig. Ich brauche einen kleinen Lührer, den könnt ihr schon mal herlegen. So, es geht also erstmal nur noch um Darstellen der OP-Region. Säubern. Schon einen Zugang zur Kieferhöhle. Ja. Was gut wäre, Regie, wenn ich irgendwo ein Röntgenbild sehen könnte. So, kannst du den Kopf ein bisschen zu mir legen, mal. Ja.
So, wir haben hier die Nasenwurzel zu liegen. So, okay, jetzt mal hier sagen. Okay. Okay, meine Mütze stirbt, ja. Das ist hier das Material, das ist auch hier dann. Hier ist das Implantatrest. Also das ist beides dargestellt. Wir haben also jetzt hier den Implantatrest zu liegen, hier vorne an dieser Stelle. Und wir haben auf der Seite jetzt hier die Kieferhöhle. Und wir werden jetzt hier uns einen Zugang schaffen. Ich nehme dazu den Haken. Das zieht mal ein bisschen, mein Lieber. Warte mal so. Kopf noch ein bisschen zu mir, wenn es geht. Ja, sehr schön so. So, ich werde das jetzt hier freilegen mit dem Piezo. Wenn ich immer mal mit dem Kopf davor bin, bitte ich das zu entschuldigen, aber Sicherheit des Patienten geht natürlich vor. Ich taste mich jetzt langsam hier ran. Sie sagen, wenn was weh tut, ja? Tut weh? Oder haben Sie zu viel Wasser im Mund? Ein bisschen stark, ne? Weil ich hier hochziehe. Ja. Vorsichtig, schön, schön locker lassen. Ne? Hier oben drückt es, ja? Gib mir mal eine Spritze bitte. Wir werden mal kurz was nachgeben. Alles gut. Okay. So. Wir sind schon auf einem guten Weg dorthin, wo wir hin müssen. Ich nehme jetzt hier bewusst die Säge. Ja, ist schon gut. Ganz entspannt. Könnte sein, dass Sie jetzt ein bisschen was spüren in der Nase. Ein bisschen eine Flüssigkeit, ja? So schön absaugen alles. So. Das nehmen wir mal weg. So, die Kieferhöhle ist natürlich komplett. Belastet. Einen großen Zystenlöffel bräuchte ich.
hier absagen. Ja, sie ist also schon hier. Gucken Sie, was ich jetzt hier schon zeige. Warte. Ja, ist schon gut. Müssen wir das mal hier. Warte mal. Was denn so ist, auch so, so ist gut. Hier war es dann erstmal. Muss ich mal. Mit dem komme ich noch nicht rein, muss noch mal sägen. Nein. Ja, wir können es noch so machen. So. Hier sagen. Erst mal rankommen. Hier rein sagen. Warte mal. Müssen das alles rausnehmen. Hier. Alles gut. Richtig einsagen. Kann man jetzt mal. Naja, jetzt mache ich dann schon. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Dass ich in irgendeiner Form weg. Erstmal das ganze entzündete Gewebe herauskriegen. Das ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Austasten. Ich muss also jetzt hier sehr vorsichtig suchen in diesem Gebilde, wo sich die eigentlich in der Mitte stehende das Implantat aufhält. Die Kieferhöhle
Frage. Das ist schwierig. Ja, das müssen wir noch ein klein wenig erweitern. Säge. Jetzt. Kopf schön zu mir legen, ja. Übersicht ist immer sehr wichtig bei solchen Dingen. Ja. Gut. Warte. Ich kann jetzt also hier richtig reinschauen, jetzt muss ich sehen. Ja, ich sehe es schon. Ja, die steht hier nach vorne. Das alles schön auslöffeln. Hier war es alles. Jetzt hier zu mir hier rüberlegen. Ja, wenn man sich manchmal denkt, das geht alles relativ leicht, dann ist es lauter Gewebe, Entzündungsgewebe. Ganz gut, Herr Kessling. Das ist gut. Vielleicht machen wir mal Folgendes. Nehmen Sie meinen Kopf hoch. Kopf, nee, andersrum so. Nee, hochdrücken. Nee, anders, andere Richtung. Ja, so. Ich muss das mal sehen. Das ist schwierig. Also, So.
die laterale Kieferhöhlenwand ist, die mesiale Kieferhöhlenwand ist zu. Irgendeine Kammer muss es doch gefallen sein. Ja, es ist unangenehm. Warte mal. Das ist jetzt eine schwierige Geschichte. Kopf nochmal zu mir legen. Richtig frei zu mir. Ja, sehr gut. Danke. Gute Sicht. Halt hier. Halte mal. Halten. Warte, stopp, stopp. So. Hier ist es. Wir haben jetzt sozusagen erstmal das Implantat, welches sich hier drinnen bewegt, entfernt. Ein durchaus schwieriges Unterfangen, aber gleichzeitig ist erst einmal das gut gelungen. Gott sei Dank, es steckte ziemlich weit tief. Klar, wenn man sowas eröffnet, dass sich das Ganze dann erst einmal bewegt. Wir werden das jetzt schön sauber machen, fotografieren selbstverständlich und werden das Ganze dann sofort verschließen auf dieser Seite. Wir nehmen noch den kleinen Rest hier vorne raus. Alles gut. So. So. Jetzt habe ich beschwitzt etwas, gebe ich gerne zu, hier mal sagen bitte. Diese ganze Geschichte hier ist also auch sehr schwierig. Ich werde auch die ganzen alten Reste von den Ersatzmaterialien hier befreien und bloß gucken, wo wir das kleine Teil wo es sich eingebaut hat. Ich bin jetzt gleich fertig auf dieser Seite. Ich habe also zunächst mal so ein bisschen von den ganzen Resten der Augmentationen weggemacht. Hier ist schon das Schräubchen zu sehen, der Rest. So, gut. Und dann können wir die Seite schon verschließen. Entschuldigung, wenn das jetzt ein bisschen. Knack hier mal.
Hier, hier ist der Implantatrest. So, ja, ein bisschen wegnehmen. Jetzt nochmal. Ich hoffe, Sie sehen es gut. Ich versuche, meinen Kopf auch ein bisschen wegzunehmen. Gute Knochenstellen wollte ich möglichst erhalten. Es ist viel Wasser jetzt im Mund drin. Das tut mir leid. Aber wir sind, haben es gleich draußen. So. So. Jetzt werde ich es mal versuchen. Gib mir mal einen Hebel. Nee, einen Hebel. Ja, die sind gut eingewachsen in dem knöchernen. So. Ich habe es. Und dann drehe ich es doch lieber, da können wir den Restknochen gut erhalten. Also es ist eine Vollschraube, also ein Vollanteil. Und das ist die immer wieder die, wo liegt's, warte, die typische Bruchregion, wo das Innenleben der Implantate aufhört und das dann zum Vollkörper wird. Das ist so eine Art Sollbruchstelle. Ich kann jetzt im Moment nicht erkennen, was es für ein System ist. Ist auch erstmal völlig egal. Es ist jetzt alles raus. Bitte mal eine große Fräse. So, damit haben wir erstmal das Erste erreicht. Mit etwas Mühe. Ich klette jetzt die Knochenanteile. Vorsichtig. So. Die Kieferhöhle ist komplett ausgeräumt. Ich bin natürlich, was die Kieferhöhlen betrifft, auch immer in Kontakt mit HNO-Kollegen, um also die ganze Geschichte auch vorher abzusprechen. Wir werden das jetzt decken, das Fenster. Bitte die Membran her. Ja, ja. Um einfach der Heilung etwas Vorschub zu leisten, und dann nehmen wir es einfach zu. So, und man sieht natürlich auch jetzt hier für die Zukunft schon den riesen Defekt, den wir hier haben. Und ich verwende jetzt eine Memlock-Membran, die wir uns etwas zurechtschneiden, die einfach nur den Raum abdecken soll. Ja. So. Okay, das ist eine Membran, die lange steht, die uns einfach nur Schutz gibt für die Problematik hier an der Kieferhöhle. So. Wir pinnen die ein bisschen. Ich vertrete die immer wieder die Möglichkeit, dass wir solche Sachen auch wirklich anpinnen. So. Moment, 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 Moment. Jetzt. Ja, ja. Gut. So. Nee, warte, mach ich jetzt hier vorne. In dem Fuß. So, jetzt. Gut. Okay. Und hier oben wird was drüber schlagen. 5x0 bitte. So, der erste Schritt ist getan. Ich werde jetzt also das Ganze fortlaufend vernähen direkt, sodass wir hier erstmal diese Seite schließen können. Wir werden dann auf der anderen Seite noch ein klein wenig nachgeben. Patient geht's gut, hoffe ich. Er wird es mir signalisieren. So. Ja, man glaubt gar nicht, wie beweglich solche Implantate, auch wenn die Kieferhöhlen Schleimhaut, oder? So.
Aber wenn die Kieferhöhlenschleimhaut sehr geschwollen war, sehr stark gefüllt war, auch mit Sekret, das zeigt, dass diese Entzündung also in der Kieferhöhle schon ziemlich weit fortgeschritten war und dass es eben unter allen Umständen natürlich völlig korrekt ist, sowas dann doch zu entfernen. So. Relativ unproblematisch verschließe ich jetzt diese Wunde. Patient wird unter antibiotische Abschirmung gestellt, sodass also da also auch nichts zusätzlich passieren kann. Wir werden die ganze Geschichte im Nachgang natürlich sehr engmaschig kontrollieren. Ist schon alles zu. So, wir enden hier vorne an der Stelle. Hier, hältst du noch mal? So, das. So. Okay. Und nochmal, ist gut, was nicht sagen. Damit ist die eine Seite schon mal zu. Die Vertikale im mesalen Anteil würde ich belassen. So, warte. Geh mal raus, Kerstin, geh mal raus. So. Also, oh, Verzeihung, alles gut. Geht's? Ich mach sofort noch was hin. Ganz entspannt bleiben, ja. Schon gut. So. Ist gut. Ja, der Incisivus ist immer wieder so eine Region, die ich zwar vorhin auch gespritzt habe, aber die eben dann doch immer wieder ein bisschen schmerzlich spürbar ist. So, gut. Alles gut. Da gehen wir jetzt nicht nochmal hin. So, jetzt nochmal nachspritzen. Okay. Sind Sie noch fit? Einmal noch auf der Seite. Mein Kopf zur Kerstin legen jetzt. So, nur nochmal jetzt hier ein bisschen was hin. Legen. Wir haben also hier eine relativ begrenzte Region. Wir werden hier keinen großen Schnitt machen. Ich werde versuchen, das nur im kleinsten Raum zu betäuben. Noch mal ein bisschen aufmachen. Sie sagen mir bitte, wenn irgendwas wehtut. Okay? So, ich habe jetzt hier genügend Injektionen da. Gebe Ihnen noch infraorbital etwas. So. Okay, gut. Frisches Skalpell. Wenn Sie was merken, sagen, ja, bitte. So, wir haben hier vorne die Vertikale schon. Ja. So, das geht jetzt schneller. Kieferhöhle war ein größeres Problem. Merken Sie hier was? Tut das weh hier vorne? Gut. Spritze. Ja, also. So, ist schon gleich gut. Okay, gut. Merken Sie hier was? Nee, ne? Geht das jetzt hier? Gut. Das geht, wie gesagt, machen wir hier ohne Großfedern lesen. So. So. Ja, ich weiß, das ist so egal. Wir müssen ja trotzdem zu Ende kommen. So.
Tut das hier weh? Hier tut es weh? Oder drückt es nur? Drückt. Gut, wenn es weh tut, sag es. Wenn es schmerzt, schmerzt es? Gib mal was her. Mach das hier weg. Ja, er hat natürlich an dieser Region Unmengen schon OPs hinter sich. Das muss man einfach auch so sehen. Die Geschichte mit den Implantaten jetzt hat ja im Wesentlichen auch die Bedeutung, dass wir die Prothese dann in irgendeiner Form in der Aufbauphase des linken Oberkiefers einfach fixieren wollen, dass er eben irgendwo zurechtkommt. So. Das muss ja hier in der Schweiz sein. So. Hat ein relativ gutes, dickes Weichgewebe. Und das wird uns die Implantation auch leichter machen. Und dann entlaste ich das hier hin. Machen wir es nach vorne nicht. So, ich will mich bemühen, dass wir das jetzt relativ zügig fertig bekommen, einfach um auch dem Patienten dann Ruhe zu gönnen. Wir haben jetzt hier das ganze Aufbaumaterial zu sehen. Hier ist der ganze vorbereitete Knochen. Wie gesagt, das DVT-Bild hat uns klar gesagt, also viel Platz ohne Sinus wäre auch hier nicht. Ich mache das jetzt hier nur ein bisschen ordentlich und versuche dann schnell die zwei Implantatpositionen herzustellen und dann den Patienten zu entlasten. So. So ist alles gut. So, mal den Lühr, bitte. So. Machen wir es da hier weg. Machen wir hier weg. So. Okay. Kugel. So. So, das ist die Implantatposition für das zweite Implantat. Und hier vorne wird die Position für das erste sein. Sehr harter Knochen. So, jetzt ist natürlich wieder wichtig, dass wir räumlich uns gut vorstellen, wo wir hier sind. Wie wir hier klarkommen und dass wir das möglichst unproblematisch für den Patienten jetzt platzieren können. Gib mir nochmal die Kugel. So. Okay, so. Jetzt die erste Bohrung. Ein bisschen schön weit auflassen, das wäre nett, danke. So, Nummer 1. Noch mal ein bisschen weiter, wenn es geht. Ein wenig schräg. Nein, Sie bleiben so. Alles gut. Ja, prima.
Alles gut, lassen Sie ruhig Ihren Kopf bei der Kerstin, bitte. Ja. So. Das hier ein bisschen säubern. So. Meine prothetischen Positionen. Bitte wieder aufmachen. Danke. Das ist immer die wichtigste Handlung, dass wir sehen, wo wir hinwollen. Gut, Entschuldigung, das ist alles gut, alles in Ordnung. Gleich weiter, bitte. Ja. Ja. Gut. Also wir werden das Ganze hier ohne Augmentate, ohne irgendwas machen, denn wir haben 13. Wir haben einen ordentlichen Knochen und wir haben ein sehr scharf schneidendes Implantatsystem. Jawohl. Mit Stopp sogar. Okay. Und 3,8. Immer wieder prüfen, die also das Implantatbett. So, Endbohrung 3,8,13 bitte. Schön langsam und ein Gewinde bitte dazu. Gewindeschnitt halte ich immer für sehr erforderlich. Ganz langsam, schön weit aufmachen bitte. Raus. Rein. Raus. Und wieder rein. Und raus. Okay. So, jetzt mal das Implantat. Progressive Line. Bin gleich fertig. So, nun wollen wir mal gucken. Schön weit auflassen. So. Das ist die erste Position. Jetzt noch das zweite, bitte. Das ist 1, 2. Ja, nee, erstmal einen normalen Pilot. So, wir sind gleich soweit. Jetzt müssen Sie mal bitte schön weit auflassen, bitte. Sie sehen, ich gehe jetzt etwas schräger vor, um mich möglichst wirklich vor der Kieferhöhle aufzuhalten. Weiter. Ich werde das auch immer mit Druck in diese Richtung machen. Alles, ja, ja, klar. Immer schön gucken, dass ich die Wendung habe. Ja. Denn wenn wir später einen Steg dort platzieren, dann ist der Steg, den wir mit Dedicam fertigen werden, natürlich 3,8,13, letzte Mal die Bohrung, dann noch Gewinde. Okay. Wieder ausfühlen, dass wir wirklich im Knochen sind. Sehr gut. Gib mal ein Kortikal. Da ist ein Kortikal. Ja, gut. So, wieder in zwei Etappen. Nochmal aufmachen. Nur noch ein Gewindeschnitt.
kaputt, raus. Raus. So, jetzt das Implantat. Sehr gut, okay. Und damit sind wir schon nachdem wir uns am Anfang sehr mühen mussten für den Patienten, denke ich, zu einem wie geplant Ergebnis gekommen. Ich werde die Geschichte jetzt nur noch verschließen. So. Wunderbar zieht das Progressive hier an. Wir machen ein Foto schnell und nähen zu und Sie sind fertig. So, ich nehme die Einbringhilfen raus. Es sind Cone Lock Progressive, das Warte. Nicht locken. Wo hast du es? Geh weg, 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 weg. Oh. Dort ist es, ja. Alles gut. Ganz gut. Ist alles gut, mein Lieber. Ist schon vorbei. So, schön auflassen. Okay, noch die zweite Verschlussschraube reinmachen. Jetzt haben wir da ein bisschen uns zu weit nach hinten gewagt. So. Und 5x0 fortlaufend. Ja. Ne? So. Und die Naht und dann haben wir es geschafft. Ich bedanke mich, das sage ich schon mal vorab, bei den Kollegen der Ömus Media, die dieses hier wunderbar übertragen haben. Ich bedanke mich auch bei meinen Mitarbeitern, die hier das Ganze begleitet haben, denn so eine Geschichte, die lässt sich ja nun nicht gleich so von heute auf morgen herstellen. Ich freue mich, dass der eine oder andere vielleicht Interesse hatte, das zu sehen. Und werde jetzt nur dem Patienten schnell die Wunde verschließen, sodass wir dann. Warte, ich muss hier vorsichtig sein. Auch fertig sind. Muss man zweimal stechen. Der Patient war sehr tapfer. Müssen wir einfach mal würdigen. Aber das war auch nicht so ganz ohne. So, bitte hier halten. Und das ist auch meistens nicht so zu planen, dass man einfach sagt, ja, das schafft man alles in einer Stunde. Aber ich denke, noch eine Minute, aber das kann man auch überziehen. Und dann sind wir gut fertig. Drei Fragen sind gekommen. Darf ich das Patient? Ah ja, das hatte ich am Anfang nicht erwähnt. Ja, der Patient raucht. Wäre das generell ein Kriterium, sowas nicht zu machen? Also ich mache das jetzt 25 Jahre und habe genügend Raucher, auch richtige Raucher, operiert. Das sind auch Menschen und die haben halt ein Laster und man muss überlegen, wie weit man die Verantwortung dazu tragen will. Auch wenn die Studienlage uns immer wieder sagt, Vorsicht, Vorsicht, so ist es doch immer ein individueller Einzelfall. Und so sollte man es auch betrachten. Er raucht etwa heute 8 Zigaretten am Tag und er weiß, dass er jetzt nach dieser Operation natürlich 14 Tage
den Glimmstängel lassen muss. Das kann er und das wird er auch tun. Wäre nicht auch das Rauchen eine Ursache für die Implantatverluste? Das ist eine sehr spekulative Frage. Hier kann man natürlich sagen, ja, natürlich, wenn man das so sagt, das kann sein. Aber dazu müssten wir die Zeit von damals kennen, wo das vor 10 Jahren das erste Mal gelaufen ist. Und wir müssten vor 10 Jahren dann halt wissen, was da so alles gewesen ist. Das kann ich nicht nachvollziehen, das frage ich auch nicht in dem Sinne, weil ich muss immer wieder sagen, ich würde es natürlich trotzdem machen. Ich glaube, dass der Schlüssel hier wirklich in einer vernünftigen Prothetik liegt und wir haben mit dem Kollegen Ulrici das auch schon alles vorbesprochen und haben uns mit der Sache schon auseinandergesetzt. Und selbst die Prothese, die er im Moment hat, das ist also etwas, was nicht so ist, wie wir es eigentlich heute denken, wie es für ihn in dem speziellen Fall sein müsste. Er braucht ganz einfach hier einen guten prothetischen Sitz und er braucht vor allen Dingen, und das halte ich für das Wesentlichste, hier vorne einen Steg. Also alles was wir hier so haben, Teleskope oder Lokatoren, das ist auf Dauer gesehen für diesen Behandlungsfall weniger sinnvoll. Wir schneiden mal ab, bitte. Ja? So. Ich bitte vielmals um Verzeihung, dass ich etwa 2 Minuten überzogen habe, eine letzte Naht. Ja. Aber für den Patienten kann ich sagen, ist alles raus, auch die Kieferhöhle ist wieder in Ordnung. Muss jetzt alles schön abheilen, was er bestimmt tun wird. Warten Sie. Nicht noch, eine Naht, die muss noch fest. So, prima. So, machen wir noch ein Abschlussbild. Ja, die Fäden kürzen wir noch ein bisschen. Ja, hier. Nochmal aufmachen. Und dann halten wir es alles nochmal ins Bild und dann sollte es alles soweit fertig sein. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebes Übertragungsteam, kurzes Foto. Von 6 bis 6, ja, hat er jetzt mal eine Geöffnung gehabt. Es ist alles wieder dicht und zu. Wie gesagt, mein Lieber, hören Sie auf Ihre Frau, rauchen Sie nicht. Das macht er auch nicht, denn er will jetzt fertig werden. Haben Sie jetzt Schmerzen? Nee, tut nicht weh. Aber Sie sind jetzt kaputt. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich freue mich sehr, dass Sie, wer das alles gesehen hat, und hat auch gesehen, das ist alles nicht so einfach, aber wir haben alles so hingekriegt wie geplant. Und ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sommer in dieser doch so rabiaten Zeit in unserer Welt. Vielen Dank.